Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 28. Resident Evil 7 DLC Let's Play. Ja Leute, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Wir haben beim letzten Mal das Kapitel Töchter abgeschlossen. Das war ja die Vorgeschichte, wie die Familie da besessen worden ist, wie das kleine Mädchen sie erobert hat, sage ich mal. Und jetzt haben wir noch drei weitere DVDs offen. Wir waren natürlich auch alle Let's Playen. Ich habe mir gedacht, heute machen wir mal einfach das hier, Schlafzimmer. Das hört sich interessant an. Einem Raum nur durch Einsatz ihres Verstands entkommen. Das heißt, da muss man ein bestimmt den Kopf anstrengen. Es wird bestimmt ein paar Rätsel geben. Jetzt bestimmt so die Schockmomente, aber was soll man machen? Wir haben das Spiel jetzt, sage ich mal, zu 90% durch. Es gibt jetzt nur diese kleinen DLCs. Dann gibt es noch dieses Kartenspiel hier. Das werde ich auch demnächst mal machen, haben viele von euch gesagt. Dann Albtraum, das ist halt so ein Überlebensmodus, sage ich mal. Da muss man versuchen, mit Waffen, mit Fähigkeiten bis zum Morgen zu überleben, also den nächsten Tag. Und dann, wenn man rausgeht, haben wir noch die zwei anderen Level. Ich glaube, das ist einmal, Moment, ich zeige es euch eben. Es ist dieses Jacks 55. Geburtstag. Da hat er einen Geburtstag, aber Geschenke interessieren ihn nicht. Bauch vollschlagen, bringen sie ihm schnell etwas zu essen. Ja, das müssen wir nicht unbedingt machen. Ethan muss sterben, ein ultraschweres Minispiel. Können sie lange genug überleben? Ja, könnt ihr mal jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr so sehen wollt. Also ich mache auf jeden Fall heute mal das Schlafzimmer hier. Oder wie hieß das? Das Kartenspiel? Nee, das Schlafzimmer, genau. Das machen wir jetzt, Leute. Wir starten rein. Und ja, Mann, ich freue mich auf jeden Fall auf die DLCs. Outlast 2, 25. April. Haltet euch das fest. Ich werde es nicht zocken. Aber ja, ich werde es schon machen. Vielleicht wird ein Special-Gast mit dabei sein. Grüße gehen raus an DuckDuck. Mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, geht's jetzt los. Aufwachen. Clancy wacht mit dem Gestank ungewaschener Bettwäsche in der Nase auf. Wo zum Teufel ist er dort? Und warum ist er im Bett? Er braucht einen Moment, bis er begreift, das war kein Albtraum. Die Frau hat ihn gefangen und ihm etwas abscheuchlich Stinkendes unter seine Nase gestellt. Shit. Oh yeah. Ich bin mal... Oh nein. Super. Mit wem spielen wir jetzt, ist die Frage. Wer... Ah, guck mal, da ist die Mutter. Gut geschlafen? Unsere Tochter macht dich wirklich sehr. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Ekelhaft, bah, bestimmt jetzt so kalte Rotze. Mm, das riecht gut, nicht wahr? Bah, verdorbener Zehennagel. Ist das alles auf und werde einer von uns. Bah! Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Das riecht gut. Wow, das sieht köstlich aus. Ich esse das nicht. Wow, das sieht köstlich aus. Wow, das sieht köstlich aus. Wirklich. Sieht lecker aus. Oh, gut. Ich komme später wieder, um nach dir zu sehen. Warte, gibt's nichts anderes? Nein, du brauchst gar nichts anderes. Jetzt ist dein verdammtes Essen. Ach du Scheiße, okay. Wie kommen wir jetzt hier raus, Leute? Wie würde ich reagieren? Was würdet ihr machen? Dann kommen sie aus dem Raum. Okay, ich würde sagen, mit der... Ah, die Gabel ist komisch. Da. Ich muss etwas unternehmen. Okay, jetzt beginnt das Rätseln, Alter. Mein Gott, Leute, rätselt mit... Oha. Ah. Okay, irgendwie müssen wir da durch diese Wand. Okay. Okay. Wir müssen jetzt mal genau achten, was wir alles hier haben. Zum Glück ist das nicht auf Zeit. Auf Zeit wäre das krass. Das ist verschlossen von der anderen Seite. Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Okay, wir gucken mal einfach. Löffel. Löffel. Wir nehmen den Löffel einfach mal mit. Und was haben wir noch hier? Mit dem Löffel. Bah. Hallo. Ist der behindert? Ja. Wieso probiert der da? Guck mal, wir verlieren einfach Leben vom Essen, Alter. Das Essen fügt uns Schaden zu. Aber vielleicht ist das ja gerade das Rätsel, dass wir das essen müssen, bis wir umfallen und keine Ahnung. Ich schwöre es euch, ich bin jetzt schon überfordert. So, was würdet ihr jetzt machen mit dem verdammten Löffel? Guck uns den mal an. Ah. Okay, da haben wir eine Rose drauf. Okay, vielleicht ist da irgendwo ein Zeichen hier von der Rose. Oder vielleicht ist das der nächste Tipp, diese Rose. Ist hier die Rose? Nee. Wir können es auch nicht verdrehen.
Da haben wir da was, die Laterne. Was haben wir da noch? Die Laternenhaken ist mit einem Korken an der Wand. Das kann nicht hier verwendet werden. Okay, vielleicht können wir irgendwas mit der Laterne machen. Da haben wir. Feuerzeug. Okay. Hat er das genommen, ja? Aber vielleicht steht da noch hinten am Boden irgendwas. Nee. Mit einem starken Ruck ließ sie sich... Ja. Bewegt sich nicht. Vielleicht ist sie kaputt. Da. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay. Also das mit den Uhren wissen wir ja. Das war ja schon mal gewesen. Da war... hier, diese Uhr. Aber fuck, wie viel Uhr war es denn noch mal? Warte, wir können bestimmt irgendwo durchkommen. Mal wetten. Ah, da ist doch die Uhr. Nee. Das kann hier nicht verwendet werden. Wir müssen irgendwie herausfinden. Was ist das denn? Das kann hier nicht verwendet werden. Da. Auch nicht. Das ist ne ah, da. Titelloses Gemälde. C. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Zeichen. N4. Ah, ich habe eine Idee. Das wird ja hier hinpassen. So, ich glaube, wir müssen da verschiedene Dinger drauf tun. Boah, ich liebe solche Rätsel. Das macht richtig Bock, Leute. Ich schwöre es euch. Und vielleicht steht hier, ist hier eine Uhr drin, ne? Ist das ein Schlüssel? Ja, da ist ein Schlüssel drin. Ist da auch eine Uhr? Fuck, Mann, wie viel Uhr war das denn? Hatte der keine Uhr auf dem Handgelenk? Der hatte doch irgendwas auf dem Handgelenk. Ist der dumm? Auf Merk aufstehen, ist der dumm? Warum will der denn auf die warten? Aber vielleicht kommt die ja gleich wieder und dann haben wir die Arschkarte. Ey, wie soll's denn jetzt weitergehen? Überlegt mal mit, hier eine Kerze ist hier nicht am Leuchten. Feuerzeug können wir auch nicht verwenden. Nee. Funktioniert das überhaupt noch, das Feuerzeug? Überlegt mal mit, Leute. Hier müsste eigentlich eine Uhr sein. Aber wie kann man... Da braucht man einen Schlüssel für. Mit dem Löffel? Kann er das nicht mit dem Löffel irgendwie machen? Hm. Aber was ist denn immer das Foto? Nee. Das hat schon seine Bedeutung, dass das hier genau hinpasst. Sonst sehe ich aber auch absolut nichts. Kaputter Spiegel. Dieselbe Uhr wie alle anderen. Was kann man denn hier verstellen? Ich glaube... Ah. Guck mal, was da umgefallen ist. Kaputter Uhrzeiger. So, und damit werden wir das hier aufkriegen und die Uhr einstellen können. Ja. Guck. Aufmachen. Das ist deine Uhr. 5 Uhr. So. Die geht vielleicht wieder, wenn man den... Was steht da, wenn man den... Was steht, wenn man den Fehlzeiger... Irgendwas mit... Okay, müssen wir den Zeiger wieder rausnehmen. Aber da lag noch bestimmt was drin, oder? Siehst du erst nochmal ein Bild. Das nächste Foto. Was für ein Lärm! Was? Und jetzt haben wir noch Zeit! Oh, 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 jetzt geht das auf Zeit! Wie soll er... Ich nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Okay, wir haben jetzt diese gewisse Zeit noch, bis sie kommt. Okay, das ist schon mal ein guter... Was können wir in dieser Zeit schaffen? Wir müssen... Oh nein. Mach die Scheiße doch zu! Ich darf das nicht... Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Ein Foto. Die Tür ist zu, es darf nichts auffällig sein. Die Laterne muss wieder da angehangen werden. Ey, die Zeit ist weg. Mein Roten. Auf Margaret warten. Die Zeit ist weg. Oh nein. Moment mal. Oh, die Schublade hat sich nicht von selbst geöffnet. Das hast du
davon? Nein, nein, nein! Ich benehme mich! Ich benehme mich! Du Scheiße! Wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Okay, wir merken uns jetzt einfach, wir dürfen diese Schublade nicht öffnen. Du solltest dich jetzt besser benehmen! Ah, jetzt. Ah, okay, es geht weiter. Ach du Scheiße. Das kann nicht verwendet werden. Ah, okay. Hä? Warum sind denn die Bilder und alles wieder normal? Verdammt! Verdammt! Sie ist fest verschraubt. Ah, die hat das zugemacht. Okay, dafür brauchen wir den Löffel. Aber die Frage ist, wo sind jetzt die ganzen anderen Sachen? Wo ist das Gemälde und so? Okay. Hä? Ich check gerade nichts mehr, Leute. Checkt ihr gerade die Situation? Vielleicht brauchen wir das hier, damit wir wieder mehr sehen können. Ah, okay. So. Oh. Ja, jetzt haben wir ein bisschen... So, jetzt haben wir das und wir haben das. Das werden wir auf keinen Fall mehr öffnen. Sonst schlägt der Zeiger da. Wie viel Uhr war es denn? 5 Uhr war es, ne? Das kann ja nicht verwendet werden. Warum kann ich die scheiß Uhr nicht verwenden? Ja, das ist... Ah, da war das nächste Foto. Was haben wir hier? Oh nein. Ach du Scheiße, sind da die Spinnen dran. Oh, ist das ekelhaft. Scheiße, ich fass das nicht an. Ich fass das nicht an. Okay, zu einmal hier. Ach du Scheiße, was ist da? Nähnadel? Ey, was ist das denn für ein Rätsel? Jetzt blutet der aus dem Herz? Nähnadel, wofür könnten die sein? Vielleicht können wir damit ja die Uhr verstellen. Jawohl. 5 Uhr war es, ne? Boah, das macht richtig Bock, Leute. Sag mal ehrlich, Mann, das ist voll geil, Mann. Ich feier sowas, diese Rätsel. So. Ach, Scheiße. Und dafür brauchen wir den Schlangen. Zuerst gewährte der Tod. Wer macht diesen Lärm? Dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den 4 Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde er von brennender Freude schwarz verkohlt. Verdammt! Verdammt! Super. Ich muss das Bett wieder zurückschieben. Was war noch? Sonst war nichts. Oh nein. Doch. Oh Gott, wir müssen alles wieder hinstellen. Wo war das denn? Wo war das? Siehst du das wieder, Lukas? Oh nein. Sag's dir immer, Junge, nicht so laut. Fuck, noch 30 Sekunden. Welches Boot war denn hier? Nein. Nein, nein, nein. Scheiße, ich fass das nicht an. Der kann das da nicht mehr abstellen, oder was? Nein, 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 nein. Nein, ich bin so blöd. Was mit der Zeit? Digga, dreh die Uhr. Oh Gott. Nein, nein. Ich bin voll nervös. Boah. Sonst sollte alles passen, außer dass eine Bild fehlt. Ich stehe nicht mehr auf, Leute. Oh nein, jetzt kommt der nächste Essen. Das nächste Essen. Boah, das ist nicht easy, Leute. Oh nein. Alter, wie die... riecht das nicht einfach himmlisch? Ich hab's extra für dich gemacht. Hä? Das Bild fehlt. War jemand hier drin? Oh, irgendwas stimmt nicht. Das Bild wird ihr jetzt sehen. Mal gucken, ob ihr das Bild seht. Bin ich mal gespannt. Warum ist deine Handschelle auf? Ah. Du dreckiger kleiner Lügner! Nein. Ah!
Und das war's. Ja. Nein, Alter. Scheiße, die Handstelle hätte ich zumachen müssen. Man muss ja wirklich an alles denken, Leute. Wir starten nochmal von neu. Und ich mache ab dem Zeitpunkt weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder am Anfang. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen erledigt. Jetzt sind wir hier, wo wir gerade dieses Ding aufmachen müssen mit dem Uhrzeiger. Und danach wird ja die Glocke klingeln, wenn wir das Bild wegnehmen, ne? Wir setzen dann schnell das Bild ein. Okay. So. So, zumachen. Okay. Was war das für ein Lärm? Nimm. So, kriegst das Bild. Das kommt ab. Das kommt ab. So, dann kommt das Bild hierhin. Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Und wir haben noch Zeit. Wir können noch 5 Uhr. Oh Gott, das wird lange dauern. Oh Leute, sollen wir das riskieren oder nicht? Man, 40 Sekunden, egal. Komm, no risk, no fun. Komm, komm, komm. Das dauert der Ewigkeit mit dem Scheiß. Oh Gott. Ich glaube, wir hätten nicht... Was steht? Zuerst gewährt er den Tod. Der Mann aus dem Westen dunkel. Während seiner Reise gab er dem Mann sein Fleisch. Oh Gott, die Uhr weiß. Oh nein, irgendwas habe ich vergessen. Ich schwöre. Ah, das Foto. Okay. Die Tür. Scheiße. Ich fass das nicht an. Okay. Oh. Boah. Ich werd voll nervös, Mann. Ich schwöre. Mach die Handschellen zu. Hallo. Wie geht das zu? Jawohl. Okay, sonst können wir nichts machen. Sonst ist alles wie beim Alten. Die bringt jetzt schon das neue Essen. Vielleicht können wir damit irgendwas machen. Jetzt ist alles so, wie es gerade war. Wir sind jetzt noch kein Stück weiter. Genau hier haben wir gerade aufgehört. Und diesmal wird sie hoffentlich nichts sehen. Wir haben ja nichts verändert, oder? Unsere... riecht das nicht einfach himmlisch? Ich hab's extra für dich gemacht. Die macht mir so... War jemand hier drin? Was ist jetzt passiert? Sag mir mal. Oh, irgendwas stimmt nicht. Das Gemälde war nicht ohne Grund in der Ecke dort. Du dreckiger kleiner Lügner! Ich konnte das nicht zurücktun. Hey Leute, ihr habt es doch gesehen, Mann. Ich schwöre es euch, ihr habt es gesehen. Ich konnte das Gemälde nicht zurücktun. Was eine Scheiße, Alter. Mach mich nicht noch wütender. Jetzt haben wir immerhin noch eine Gabel. Okay. Ja, das ist echt nicht easy, Leute. Ich schwöre es euch. Ja, mit der Gabel, mit dem Löffel. Verdammt, verdammt. Mit dem Löffel. So. Löffel. Ja, ich wusste doch, das eine Gemälde konnte ich nicht nehmen. Ich schwöre, ich konnte es nicht nehmen. Ich konnte es nicht bewegen. Okay, jetzt müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Wir haben die Laterne, wir haben Kocher. Ah, damit können wir vielleicht... Gabel, da ist eine Schlange drauf, okay? Also wir haben zwei Symbole. Wenn wir... Mach mal auf, was ist da drin, Alter? Jetzt kommt da so ein... Oh mein Gott. Ausgemachtes vom Feinsten. Boah, da kommt die Kotze. Boah, ist das ekelhaft. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Ah, das Gemälde war dort. Das brauchen wir aber nicht. Warte mal. Ja, das ist so schwer. Okay, hier müssen wir nichts aufmachen. Überlegt doch mal. Überlegt mal einfach mit. Hier haben wir alles gemacht. So. Die Schublade brauchen wir nicht aufzumachen. Wir haben ein Feuerzeug. Wir müssen... Okay, wir haben... Zwei Symbole haben wir schon mal. Zuerst gewährte der Tod. Ah, okay, der Tod. Fleisch... den vier Tieren der Erde. Als in Osten wurde er von brennender Freude schwarz verkohlt. Warte mal, zuerst gewährte der Tod. Der Tod, so. Dann hatten wir gerade eine Schlange. Nee, warte mal, wir gucken mal. Da sollen wir mal die Dings untersuchen, so. Wir haben eine Schlange. Dann hier haben wir eine Rose, einen Apfel. Da steht hier irgendwas von Rose oder Apfel. Während danach gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Und als ob den Osten wurde er von brennender Freude schwarz verkohlt. Eieiei. Warte mal, vielleicht haben die ja gar keine Bedeutung. Dann können wir erstmal versuchen, so jetzt die Schlange.
Ne, funktioniert nicht. Also vielleicht tun wir mal hier. Hier hin die Schlange. Und dann hier. Auch nicht. Der Text muss was bedeuten. So. Dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Was für vier Tiere? Und als in Osten brennender Freude schwarz verkohlt. Was passt auf diese Story hier hin? Es ist unfassbar schwer. Boah, Leute, wir machen, wir kriegen das zusammen hin. Was ist denn da? Hier oben können wir auch. Ja, Ternhaken ist mit. Ist mit einem Korken an der Wand abgemalt. Also, vielleicht können wir irgendwas machen. Ne, wir können dann nichts einsetzen. Die Gabel vielleicht. Aber irgendwas muss er mit dem Kocher machen. Vielleicht können wir. So. Tu mal jetzt das da drauf. Genau. Und jetzt Feuerzeug. Ein braucht. Ah, was? Er braucht. Er braucht Brennstoff. Okay. Und so bringt das nichts. Ey, ohne Sinn, Mann. Ja, ah, dann machen wir dasselbe. Der Deckel kann doch mega heiß werden, oder nicht, Leute? Ich fass das nicht an. So. Objekt mit Kocher verwenden. Okay, das können wir da alles nicht einsetzen. Er braucht Brennstoff. Leute, das ist so schwer. Ne? Zehnmal schwerer, dieses Rätsel, als sonst. So, hier haben wir alles gemacht. Wir brauchen kein Gemälde. Ich glaube, wir brauchen als nächstes dieses Gedicht. Das soll uns irgendwas verraten. Die Frage ist, was? Ey. Guck mal, ist ja nicht umsonst da so zur Verfügung gestellt. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, das ist so schwierig, ne? Nimm mir die Gabel, da ist eine Schlange drauf. Guck mal, wir haben ja zwei Symbole. Wir haben Gabel und den Apfel. Und die Frage ist, welche Reihenfolge? Und was hat dieses Gesicht? Gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren. Und im Osten wurde er von brennender Freude schwarz verkohlt. Ey, das ist so verdammt nochmal schwer. Probier mal, Bruder. Vielleicht schmeckt das. Boah. Er sagt, er lecker. Ah. Guck mal, was wir da drin haben. Das ist dieses Tier oder Baby. Siehst du? Wir mussten das essen. Und dieses Baby gibt es ja auch hier. Seht ihr das? Warte mal, oder? Ist das das nicht? Nee, das ist es nicht. Hey, was zur Hölle, Mann? Ey, das ist so schwer. Ey, ich bin gerade echt am Verzweifeln, ne? Dieses verfickte Gedicht, gewährte der Tod aus dem Dunkeln. Was labern die da, Mann? Das ist Deutsch LK hier. Was ist das für ein Gedicht? Ich drehe hier noch durch, ne? Oh. Und einen Schlüssel öffnen. Mehr ist da hier auch nicht. Kocher nehmen. Objekt mit Kocher verwenden. Was kann man denn hiermit verwenden? Laterne. Löffel geht nicht. Ey, Leute, Mann, das ist... so ein Abfuck gerade hier. Ey. Die Bilder bringen uns ja auch nicht viel. Ah doch, da war ja auch irgendwas drinne. Irgendwas war ja da drinne. Aber wir haben ja auch alle Bilder, ne? Oder? Wir gucken einfach mal, Leute. Wir machen das jetzt einfach mal so. Zack. Zack. Was hat das zu bedeuten? Meint ihr, wenn man das aufmacht, braucht man nicht aufzumachen. Ich verstehe es nicht, ne? Ey, das ist so schwer. Westen Dunkelheit. Der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Was passt darauf?
aus dem Westen Dunkelheit. Da steht ja was mit Tod. Also entweder ist es hier der Sensemann oder es ist der Grabstein. So, machen wir erstmal den Grabstein. So, der Tod, der Mann aus dem... Okay, das war der Tod. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. So, also müsste jetzt ein Tier her. Was haben wir für ein Tier? Ja, super, wir haben eine Schlange. Wir haben Skorpion. Schlange und Skorpion. Schlange müsste das ja dann sein, weil wir haben ja Schlange auch auf unserem Ding gehabt. Und dann müsste es... Warte mal, das ist, glaube ich, die Reihenfolge. Und als er den Osten erreichte, wurde er vor brennender Freude schwarz verkohlt. Vor brennender Freude schwarz verkohlt. Also irgendwas mit Feuer. Das. Nee. Ey. Da, vielleicht hier der Sensemann? Ich dreh durch, ey. Was hatten wir jetzt hier zuerst? Den Tod? Ey. Sagt mir mal, wie man das herausfinden soll. Wir können hier nichts machen. Wir müssen hier rein. Ey. Unfassbar, ne? Laterne. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, Leute. Ich versuch's noch eine Minute danach. Versuche ich einfach die ganze Leine, sonst wird das hier zu lange gehen, ey. Einen Kocher nehmen. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Guck mal, das ist doch so ein Korkenzieher. Den Kocher nehmen. Ey. Ich check dieses Gedicht, hat auf jeden Fall irgendwas zu bedeuten, Mann. Nur ich check's nicht. Ich check es nicht. Gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Ich sehe hier der Sensenmann. Dann hier der... Die Schlange und hier der Apfel. Ey. Hey. Also rein theoretisch gibt es ja hier 99 Kombinationen. Ich könnte jetzt alle durchgehen. Oder ich könnte einfach nur ausrasten. Warum haben wir denn auf der Gabel und so? Wir haben ja, guck mal. Ah, vielleicht ist die Reihenfolge anders. Guck mal, wir haben ja zuerst Löffel bekommen. So, auf dem Löffel haben wir den Apfel drauf. So. Dann hier haben wir die Schlange. Dann sag mir nicht, wir haben hier auch ein Zeichen. Vielleicht übersehen wir irgendwas. Ein Stern. Stern gibt's da ja nicht. Ich sag euch, hier ist was drauf. Ich sag euch, guck mal jetzt. Ah, man kann das... Achso, ich dachte... Man kann das auch kombinieren, sehe ich hier gerade. Nur mit nichts. So, guck jetzt. Ah, scheiße, da ist nichts drin. Ey, unglaublich, ne? Unglaublich. Ich bin so am Verzweifeln, Leute. Wir dürfen die hier nicht aufmachen, weil die ist ja verklemmt. Kaputter Spiegel. Da vielleicht ein Zeichen. Wir haben zwei Symbole, aber keine drei. Machen wir die Reihenfolge so, wie wir es bekommen haben. Also zuerst war die Schlange auf dem Löffel, ne? Oder ne, Apfelschlange. Nichts. Ey. Dann machen wir mal Schlange, Apfel. Ey, das, ich bin gerade echt am Verzweifeln. Bitte, bitte. Unmöglich. Ey, Leute, Mann, wir sehen uns gleich wieder. Ich versuche hier weiterzumachen. Ich hoffe, ich pack's. Das wird ja alles aufgenommen. Dann seht ihr, wenn ich das packen sollte, Mann. Ich werde auf keinen Fall ohne mit Internethilfe irgendeine Scheiße machen, ey. Da ist eine Art Tür unterm Bett. Halt die. Und was hat das zu bedeuten zur Hölle? Drehen. Das, was... Was soll das darstellen? Das ist so wie so ein Kaninchen. Da kann man nicht mitnehmen. Ist hier ein Zeichen, was ähnliches. Da würde ich sagen, das ist dieses... Dieses Kind. Ne? Würde ich am ehesten sagen. Dann machen wir mal die Schlange. Jetzt machen wir mal Apfel und Schlange. Ey, ist bestimmt so simpel, ich krieg's nicht hin. Bis gleich, Mann. Ich schwöre es euch, Leute. Ich war selten so am Verzweifeln bei einem Rätsel, Alter. Ich habe auch noch ein bisschen Sonnenbrand, seht ihr vielleicht. Ich habe hier wirklich alles versucht. Ich habe alle Kombinationen an der Tür. Es muss einen Haken geben.
ich weiß, es hat was mit diesem Gedicht zu tun hier. Es hat was mit diesem verfickten Gedicht zu tun. Vielleicht müssen wir uns irgendwas genau anschauen, Leute. Ich drehe hier durch, Alter. Ich schwöre es euch. Ich krieg gleich Besuch um 19.30 Uhr und sitze hier eine verdammte Stunde dran, Alter. Das bringt mich gerade richtig zum Aufregen, Mann. Mein Gott, das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern irgendwas von übersehen. Also ich lese mir die Scheiße jetzt nochmal durch, Alter. Deutsch-LK, Alter. Wenn mein Deutschlehrer hier wäre, der würde das nicht mal verstehen. Gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Also ein Mann ist tot. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. So, irgendwelche vier Tiere der Erde. Was für Tiere? Ist das Avatar oder was? Feuer, Wasser, Luft. Halt die Fresse. Und als der Osten erreicht wurde, er vor brennender Freude schwarz verkohlt. Was wurde verkohlt? Seine Eier oder was? Das hat doch nichts mit diesen verfickten Bildern hier zu tun. Tut mir leid, Leute. Ich drehe bei sowas durch, wenn ich das nicht schaffe. Warte mal. Wir wurden... Warte mal. Das bin ich. Wir wurden... So. So. Ich hab's endlich herausgefunden, wenn das jetzt nicht stimmen soll. Fällt euch was auf, Leute? Guckt euch mal diese schönen Bilder an. Ich fick mein Leben, Alter. Ich habe schon so viel Zeit verloren, das ist krass. Siehst du? Ich zeige euch mal jetzt. Guck mal. Also. So, die Scheiße geht jetzt zu. Das ist der Mann, der tot ist. Das war im ersten Satz. Und das sind die vier Tiere. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4. Seht ihr das? Also, hier. Das hier ist das erste. Das zweite, den vier Vögeln der Erde. Hier. Und das dritte, wurde er ja verbrannt, stand da. Und jetzt leck mir die Eier. Ja, Gabel, das Zeichen in der Mitte und Löffel. Boah, ich bin so froh, ich bin so froh. Gabel. Was war auf dem Gabel drauf? Die scheiß Schlange. Okay. Aber wir sind ja nicht so blöd. Wir tun trotzdem die Sachen so hin, wie sie waren. Das Bett ist auf jeden Fall zurück. Falls die Mutter jetzt gleich reinkommt, Palaver macht. So. Also, wir haben die Gabel. Auf der Gabel war jetzt die Schlange, oder was war jetzt auf der Gabel? Gabel. Dann dieses verkohlte Zeichen. Ja. Ey. Ja, weißt du, was jetzt noch fehlt? Ein Jumpscare, Alter. Wenn jetzt auf einmal ein Monster kommen würde. Und jetzt geht's hier direkt weiter, Alter. Was ist das für eine Medusa? Warte mal, guck mal hier genau. Medusa und die Schlange, Alter. Medusa, ey. Medusa und die Schlange. Okay. Medusa und die Schlange. Hier muss ja noch irgendwas sein. Da. Was können wir denn jetzt hier machen? Warte mal. Das kann ja nicht verwenden. Wir können das hier aufstellen. Vielleicht sehen wir dann. Vielleicht sehen wir dann irgendwas anders. Medusa und die Schlange. Okay. Man kann da hier durchgucken. Hier muss man. Es ist mit Klebeband gesichert. Ja, mit dem Feuer dann. Womit wohl? Sonst, Alter. Ja. Ja, mit der Hand nicht entfernt werden kann. Nimm nur das Feuerzeug dann. Ey, ist das da gerade sein Ernst? Wie kann ich... Ey. Der will mir jetzt ernsthaft sagen, dass er das nicht verbrennen kann? Ey, Leute, ich drehe gleich hier durch, ne? Der Term ist einem Korken an der Wand. Was ist mit dem... Was hat's mit diesem scheiß Korken auf sich? Meine Güte, Alter. Leute. Eins. Da oben ist da was. Jawohl. Ah, da haben wir wieder dieses scheiß Ding. Zum zweiten Mal. Was hat das zu bedeuten? Und was hat das zu bedeuten? Mit der Hand nicht entfernt werden kann, dann verbrenn es doch. Guck mal hier. Warte mal. So. Pfeil nach oben, ich kann das Feuerzeug nicht verwenden. Mit der Hand nicht entfernt werden kann, dann nimm die scheiß Gabel oder sonst was. Das ist ja nicht umsonst hier da, genau. Ja.
Das wird ja nicht umsonst sein. Das ist ja da, damit wir es aufhängen. So, vielleicht. Ey. Sieht man hier vielleicht irgendwas durch? Nee. Muss man hier was abstellen? Ist hier irgendwas drauf? Ein Zeichen? Medusa, da ist was. Ja, Mann. Das können wir irgendwie aufkriegen. Womit denn, Alter? Mit der Gabel? Warte mal, so. Das kann nicht verwendet werden. Jawohl. Mit der Gabel, super. Was haben wir jetzt hier Schönes drin, hä? Festbrennstoff. Ich hab's, okay, warte mal. So, jetzt geht's erstmal hier weiter. Boah, es macht so Spaß, ne? Ich weiß, ich hab mich gerade mega aufgeregt. Aber es macht übertrieben Spaß. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Hä? Scheiße, ich fass das nicht an. Okay, genau. Das wollte ich ja auch machen eigentlich. So, jetzt kommt das dahin. Und jetzt, Heidewitzka, geht's ab. Guck jetzt. Ja. Was war das für ein Le- Nein. Ich werd hier noch verrückt. Ey, Korkenzieher. Wofür der Korkenzieher nochmal? Ich muss zurück. Wir müssen erstmal. Oh shit. Irgendwas ist verkackt. Irgendwas ist verkackt. Das Bild muss da aufgehangen werden. Nein! Jawohl. Mir macht das keinen Spaß, verdammt! Mach zu! Guck mal, der macht das! Warum? Warum? Der macht das nicht zu! Jetzt sind wir tot, Alter, ey. Ich raste aus, Alter. Bis gleich. Wir sind eh tot, bis gleich. Ich hab nichts... Okay, jetzt können wir... Okay, ich geb's zu. Okay. Okay, ich geb's zu. Ich hab versucht, dir abzuhauen. Bitte sei gleich... Du denkst, ich werde dir vergeben, weil du die Wahrheit gesagt hast? Ich werde dich kalt machen. Ja. Nein. Nein. Chill, chill. Chill. Digga, stell mal. Ja, verkackt, Alter. Jetzt kotzt die wieder den Dreifüßler, Tausendfüßler aus. Leute, ich bin auch so dumm. Guck mal, das ist, weil ich dann immer zu gutmütig bin, Alter, manchmal. Ich hätte einfach sagen können, Lukas, war's, dann wäre die zu ihm hingegangen, wir hätten wieder Zeit gehabt. Guck mal, ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Weil ich wollte die Wahrheit sagen, so, weißt du? Jetzt haben wir nicht mal die Gabel. Oh, das ist ja alles wieder nach Reihenfolge. Ich dreh durch, Mann. Ich dreh durch. Okay, Leute, jetzt sind wir wieder hier. Und wenn wir gleich das zum Platzen bringen, dann, dann ist das ja, wie heißt das? Dann ist das mega laut. Und dann müssen wir gucken, was machen wir mit dem Korkenzieher? Das frage ich mich. Mit dem Korkenzieher? Hier werden wir nichts mehr machen können in diesem Raum. Definitiv. Mit diesem Korkenzieher können wir, glaube ich, dann, wenn dann das hier kaputt machen. Warum verbrennt er das nicht einfach? Ohne Sinn. Im Kork, da können wir hier durchgucken oder irgendwas. Medusa und der Kopf. Da müssen wir gucken, wie wir das zeitlich schaffen, um diesen Schlüssel hier zu bekommen. Das müssen wir dann gleich schauen. Wir haben 40 Sekunden Zeit. In dieser Zeit müssen wir dann... Okay. Ich würde sogar eventuell schon sagen, dass wir... Ah, es ist schwierig. Dass wir es so machen. Okay, wir riskieren jetzt einfach, ja? So. Wir tun jetzt erstmal... Nein. Oh. Koch am Objekt verwenden. Ja, die Brenner. Oh, ey, dieses Spiel bringt mich so zum Ausrasten. Das ist nicht normal. Nein. Ja, nein. Verwenden. Damit, ja. So, und jetzt tust du den Kocher dahin und zündest den an. Boah. So, Korkenzieher. Was kann man mit dem machen? Das ist die Frage. Es muss ja nur das sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Nein. So. Ich werde hier noch verrückt. Okay. Muss zurück. Ist da vielleicht was dran? Ey, was soll man mit dem Korkenzieher zur Hölle machen? Ich dreh durch, ne? Vielleicht bringt uns ja die Oma noch was. Vielleicht bringt die uns ja noch was rein.
Eieiei, halt's Maul. Macht das keinen Spaß, verdammt! Kocher nehmen. Objekt verwenden. Das dahin. Und jetzt müssen wir schnell sagen, dass das zugehen soll. Weil sonst gibt's Ärger. Und der drückt dich. Jetzt kriegen wir wieder Ärger. Jetzt werden wir wieder angekotzt, Alter. Ich dreh durch, ey. Warum ist denn die Handschelle offen? Hey. Ich hab gedrückt. Ey, Leute, das ist unfassbar. Ich konnte nicht machen auf Magritte warten, weil sonst wird das da stehen. Magritte, Hagrid, Alter. So. Guck mal. Ideal, um die Flasche aufzuziehen. Warum? Was soll ich mit diesem scheiß Korkenzieher jetzt machen, Leute? Ohne Sinn. Ey, Leute, ich bin gerade so am Durchdrehen, ne? Es muss ja hier was sein. Was soll ich hier mit dem Korkenzieher machen? Kannst du mir das mal sagen? Ey, es ist echt schlimm, ne? Ah, ich weiß, ich Idiot, da, diese Dinger. Okay, da muss jetzt irgendwas sein. Laterne. Ah. Jetzt verstehe ich. So, jetzt noch hier. Guck mal, ey, meine Güte, ey. Darauf muss man ja erstmal kommen, ne? Das ist echt krass, Mann. Ich wusste doch, irgendwas war doch da mit diesem Weinkorken. Kernhaken B. Ah. So, und jetzt? Kombinieren. Eisenstatue. Okay. Was können wir mit der Eisenstatue machen? Guck dir die mal an. So. Vielleicht müssen wir die hier drauf tun. Nee. Vielleicht kann man irgendwas kombinieren. Nee. Ein komisches Objekt, das durch das Zusammenfügen von zwei Laternenhaken entstanden ist. Vielleicht verschweißen. Nee. Ey, das ist unmöglich, ne? Wir können die Laterne nicht mal mehr da aufhängen. Da haben wir doch was. Oh Gott, 24. Margaret war schon wieder auf dem Kriegspfad. Wenn sie nur rumschreit, kann ich mit ihr klarkommen. Aber wenn sie ganz still wird, dann muss man aufpassen. Wenn sie an den Punkt gelangt ist, reicht das kleinste Wort aus, um sie aus der Palme zu bringen. Du kannst mal nichts tun, außer abzuwarten. 28. Gottverdammte Zoe. Margaret hat sie lediglich angeschrien und dann kommt Zoe und richtet ein Messer auf sie. Hat es einfach unter dem Kommode hervorgezogen. Wer weiß, wo die sie sonst noch so versteckt. Unter der Kommode. Ich sollte besser hinter allem im Haus nachsehen, nur für den Fall. Was soll ich nun mit dem Mädchen machen, als würde sie eine liebende Familie gar nicht weiterschätzen? Hat es unter der Kommode hervorgezogen. Okay, Kommode. Seht ihr irgendwo eine Kommode? Hier war ja nichts drin. Kommode. Wo seht ihr irgendwo eine Kommode? Hier war eigentlich eine Kommode, ne? Hier. Da. Können wir sagen, was ihr wollt? Das ist eine Kommode. Messer. Ey. Oh. Jetzt haben wir dieses Eisenobjekt. Und was soll man damit machen? Was hat das zu bedeuten hier? Medusa und die Schlange. Guck mal, ich kann hier nichts draufstellen. Das ist bei einem Kleber, das mit der Hand nicht entfernt werden kann. Dann musst du das mit einem Messer. Und dieses Messer ist unter einer Kommode. Hier steht's doch. Hat es einfach unter der Kommode sonst noch so versteckt. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein Messer suchen. Stimmt. Mit dem Messer haben wir auch im originalen Spiel alles aufbekommen. Aber ich sehe hier kein verficktes Messer. Ey, dieses Spiel, ne? Es bringt mich um den Verstand, ne? Die heutige Folge wird, glaube ich, so lange gehen wie noch nie. So. Wo ist hier ein scheiß Messer? Ja, das wird... Bewegt sich nicht, vielleicht ist kaputt. Ja, jetzt habe ich das unnötig gezogen. Und sag mir jetzt, wo hier ein Messer sein soll, Leute. Ey. Ey, ich flipp aus, Mann, Alter. Leute, ich schneide das zusammen, Mann. Ihr seht, ich bin hier am Verzweifeln. Unter der Kommode ein Messer. Ey. Wo soll jetzt hier ein Messer sein? Was soll ich jetzt hier machen? Ey,
Es ist unglaublich, ne? Guck mal, ist ja diese scheiß Figur, ne? Ich habe hier wirklich alles abgesucht. Guck mal, überlegt mal. Ich bin hier so am Verzweifeln. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Wir brauchen ein verdammtes Messer. Die Frage ist, wo ist dieses Messer? Wo? Da. Nee. Ey, Leute, wir sehen uns gleich wieder, Mann. Ich bin gerade kurz vorm Ausflippen. Ja, mein Gesicht ist so am Brennen. Oh, mein Gesicht ist so am Brennen, Mann, Alter. Ich raste hier gleich aus, ey. Wo? Kommode, Messer, Kommode, Messer. Hey. Guck mal, das ist eine Kommode. Hier. Nichts, nichts, nichts. Hier, Kommode, Kommode, Alter. Kommode, Kommode. Digga, es gibt nur diese verdammten Kommoden hier. Unter der Kommode hier ist einfach nichts. Ne. Ey. Ey, soll ich jetzt lachen oder weinen, ey? Oh. Ey. Ich will's jetzt vorbeikriegen. Ich krieg gleich Besuch. Ich hab hier noch nichts fertig. Ey, wenn jetzt die Mutter kommt, wir haben den Schrank offen, der nicht zugeht. So, jetzt kommt... Das kann ja nicht verwendet werden. Was brauchen wir jetzt hierfür? Ey. Was brauchen wir jetzt hierfür, Mann? Das Gemälde natürlich. Das ist nicht wahr, Alter. Ey. Was soll jetzt hier rein? Was soll jetzt hier hin? Ja. Auf jeden Fall. Hä? Nee, Mann, das nicht. Das. Das sollte gehen. Nee, das ist der Medusa. Das ist die Medusa. Nur was ist das? Hey. Nein. Es kann ja nur das sein. Es muss das sein. Nee. Es sieht aus wie eine Maske. Wir tun erstmal das hier hin, okay? Vielleicht passiert ja dann was. Oh Gott, jetzt fängt das wieder an, ey. Heidewitzka, ich drehe hier durch, ne? Ich drehe hier durch dieses Spiel heute, die Folge, ne? Hier habt ihr euer 1-Stunden-Special, Alter. Ey. Ich verfluche diese Mathematik und diese... Ja. Warte. Ja. Ja. So, was kommt hier hin? Das sieht aus... Aber vielleicht muss ich das Messer... Kann ich nicht kombinieren. Was kann es denn sonst sein, Leute? Überlegt mal. Liegt hier noch irgendwas, was man aufnehmen kann? Da war der Brief drin. Überlegt mal. Wir können jetzt dann nirgends mehr gucken, ne? Diese Dinger vielleicht. Warte mal. Jetzt sag mir nicht. Ah, die kann man nicht nehmen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, ne? Was soll jetzt hier hin zur Hölle? Guck mal, es passt nichts hiervon. Ja, das Messer, klar. Guck mal, das Messer passt perfekt dahin, oder? Ey, was soll das sein, diese Schlange? Es kann ja nur das sein. Es kann nur das sein. Das kann es unmöglich sein. Ey, Leute, wir sehen uns gleich wieder, Mann. Es ist unfassbar, ey. So, Leute, wir haben jetzt 19.20 Uhr. In 10 Minuten kriege ich Besuch. Kollegen kommen. Ich wollte das Video um 18.45 Uhr gerendert haben. Ich habe den ganzen Raum abgesucht. Ich schwöre es euch, den ganzen Raum, es war nichts mehr. Es muss also irgendwas sein, was wir hier haben. Das habe ich benutzt. Ich verzweifle hier gerade, ne? Es kann doch nicht der Löffel sein. Oder wenn man den Löffel so liegt wie Uri Geller damals, dann geht das. Komm. Ey. Aber guckt euch das mal an, was das für eine Figur ergibt, wenn man das so hinlegt. Und warte mal, sagt mir jetzt nicht, wenn wir die Gabel nehmen, dass das dann klappt. Weil das sieht mir gerade danach so aus. Wenn man das so hinlegt, guck mal die Perspektive. Und die Gabel hat ja diese komischen Zacken.
Ich hab keinen Bock mehr. Guck mal, hier passt es schon mal. Es wird die Gabel sein. Oder dieser Scheiß. Der Kronzieher. Der kann's auch sein. Nee, der glaube ich. Nee, Mann, der nicht. Wenn das jetzt die Gabel ist, Alter, ich fick dieses Spiel, ne? Ich fick dieses Spiel. Wenn das jetzt die Gabel ist, Leute. Ey. Ne, die Gabel wird es auch nicht sein, oder? Warte mal. Irgendwie sieht das doch so aus wie das, oder nicht? Oder bin ich einfach nur behindert? Ey, ey, wie diese Scheiße sich bewegt. Ich drehe hier gleich durch, ne? Ey. Ey, wer macht so eine Technik? Ich drehe nach links, der dreht nach rechts. Warum spiegelverkehrt? Aber es sieht aus wie die Gabel. Warte mal. So? Ey, ey. Um Gottes Willen, es ist die Gabel! Ey! Ey! Ah! Ah! Was war die Scheiße denn? Warum kam denn jetzt die Mutter rein? Ich schwöre es euch, hier, ich spiel's nicht weiter. Es ist vorbei, Alter, es ist vorbei. Ich spiele das nicht mehr weiter. Was soll man? Okay, man ist unten im Keller, dann sind wir raus. Aber warum kam jetzt die Mutter und erschreckt mich doch mal zum Schluss? Leute, ich bin jetzt raus, Alter. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Auch wenn wir es nicht komplett gelöst haben. Aber ich mache das jetzt nicht nochmal alles um neu. Ich krieg jetzt gleich Besuch. Und ich flippe hier noch aus, Alter. Das war die schlimmste Folge bisher, ey. Hey. Lasst einen Daumen nach oben da, Alter. Ich würde mich sehr über 10.000 Likes freuen. Und ich verfluche dieses Spiel, Alter. Macht's gut, Leute. Tut mir leid für diese Ausraster. Ich hab mich nicht unter Kontrolle gerade.